Tag 34 und die kalten Tage sind vorbei. Juhu! Und ich habe gestern einen Ofen gebaut. Yay! Fail, fail. Ich hätte mal besser Radio gehört. Dann hätte ich es gewusst, wahrscheinlich. Also doof, oder? Tag bevor der Winter vorbei ist, baut Steffi einen Ofen. Haha! Einen zweiten. Toll. Naja, egal, wie auch immer. Roman, der war ziemlich erfolgreich auf der Suche, hoffe ich jedenfalls. Jedenfalls hat er einiges mitgebracht. Ey, kann man so doof sein, ey, wie ich. Aber okay, wir wollen nicht meckern. Bruno, das geht mir nicht wirklich runter gerade, ne? Wir haben auch 16 Grad hier in unserer Bude. Ich freue mich auch, dass wir den Winter überstanden haben, ehrlich gesagt. Also ich bin da sehr, sehr glücklich drüber. So, dann machen wir doch ein bisschen mehr Schnaps. Er ist hungrig, traurig und müde. Ja, warum? Sie ist hungrig, pennt aber gerade. Sie ist sehr hungrig sogar. Das heißt, hier hast du was zu futtern. Emilia. Ich würde dich ja auch gern nochmal ist gut, ich habe die noch gar nicht losgeschickt. Aber okay, jetzt ist sie nur noch hungrig. Und was macht Bruno? Bruno ist, sitzt hier, steht hier ein bisschen rum, der kann kochen. Wir haben ja auch wieder Gemüse, Schnaps, zu saufen haben wir immer da hier. Prost, Genossen. Machen wir auch mal ein bisschen Gemüse, das ist nicht schlecht. Wir brauchen etwas zu essen. Ich bin gerade dabei, mein lieber Bruno. Ja? Gerade am Start. So, Roman. Roman. Ach, der pennt. Okay. Ja, der habe ich pennen geschickt. Jo. Sie ist... Was? Stehlen, um zu überlegen. Ha, so ist das Leben. Mach ein bisschen Mucke hier. Komm. Bruno, mach ein bisschen Mucke. Beeil dich. Genosse. Oh, frisches Gemüse wird im Bogoren zu einem seltenen Gut. Analysten rechnen damit, dass der Preis von Gemüse langsam steigen wird. Das hört sich gut an. Das heißt, es wäre wirklich mal an der Zeit, allmählich einen Kräutergarten aufzubauen. Jo, es freut mich ankündigen zu dürfen, dass die Temperaturen wärmer werden. Jo! Das ist schön. Ein bisschen Erleichterung bringt das auf alle Fälle. Deswegen hören wir doch direkt mal deprimierende klassische Musik. Ja, so machen wir das. Und eine Kräuterwerkstätte, die wir bereits haben. Ich hätte gern diesen Kräutergarten. Dazu fehlt uns aber eigentlich mal gar nicht mal so viel, ne? Also 8 Stück. Das lässt sich irgendwie einrichten. Wir müssen auch wieder für unser Wasser selber sorgen. Das heißt, das werden wir tun. Bruno muss ich auch noch schlafen schicken. Was? Ach so, okay. Na, da wollte ich hin. So. Also. Wasser. Materialien. Du hast ein sauberes Wasser. Sehr schön. Wir brauchen wieder Wasserfilter. Den machen wir doch direkt mal. Ah ne, komm. Du gehst pennen und Roman darf mal ran, ne? Da wird's den Wasserfilter machen. So, komm her. Ja. Dann gleich mal zwei. Einen kleinen Vorrat. Also einen als Vorrat. Ist nicht schlecht, denke ich mal. Ich weiß nicht, von dieser klassischen Musik würde ich auch deprimiert werden, ehrlich gesagt. Sie ist mal wieder hungrig und ja, ihn habe ich pennen geschickt. So, sehr schön, dann können wir jetzt wieder Wasser destillieren. Das brauchen wir dringend. Das sollten wir tun. So, sehr wichtig. Kein Händler in Sicht heute, wie es aussieht. War ja auch erst neulich da, glaube ich. So, schön. Ja, dann
Spiel doch so lang einfach ein bisschen auf deiner Gitarre. Es wäre echt toll, wenn wir diesen Kräutergarten auch noch hinkriegen würden. Das würde mich persönlich sehr freuen. Ist schön, wenn man so rüber scrollt, dann und man sieht Roman Gitarre spielen, dann hört man ihn auch gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir ausgesprochen gut. So, sie ist hungrig und traurig. Warum bist du traurig, Madame? Ich glaube, ich tue hier doch noch mal ein Feuerholz rein. Ja, Diebstahl ist nicht in Ordnung, ich weiß, aber wir können nichts daran ändern. Es musste sein, ja? Irgendwie müssen wir ja auch überleben, ne? Müssen ja auch irgendwie an unser Zeug rankommen. Ich habe null Dietriche, ich habe eine Schaufel. Waffen verzichten wir wohl, denke ich mal. Ja. Oh! Selbstgezogener Tabak können wir herstellen. Das machen wir. Können wir ein paar Kippen machen. Ich glaube, sie ist Kaffeetrinkerin. Keine Raucherin. Das machen wir, damit Bruno nicht mehr so deprimiert ist. So. Gleich kann sie eine rauchen, Bruno. Wir sind gleich soweit. So. Jetzt raucht er schon. Sie ist noch gar nicht fertig und er raucht schon. Okay. Warum nicht? Das dürfte ihn auch ein bisschen aufmuntern, den guten Bruno. Mich würde das jedenfalls aufmuntern. Ja, und hier brauchen wir dann doch noch, ja, 15 Teile, 15 Bestandsteile brauchen wir noch. Und ansonsten sind wir ja eigentlich ganz gut ausgerüstet, außer dass wir nicht wirklich abgegradet haben. So, ich lasse jetzt auch mal was essen. Weiß auch nicht, wie das mit dem Kaffee läuft, ob man den auch aufbrühen muss. Das glaube ich nicht. Eigentlich. So. Gut, das war doch wie abgesprochen, ne? Sie darf Wache stehen, die gute Svetka. Der gute Koch, der darf pennen, sonst wird er noch trauriger. Roman muss ich wieder mitnehmen oder ich nehme mal sie mit. Das könnte ich auch mal machen. Aber er ist kampferprobt. Das ist, glaube ich, ein bisschen klüger, ne? Okay, ich hatte. Svetka. Tut Wache stehen. Vorsicht ist geboten und ein möglicher Handel hier im Reisebüro. Aber ich würde gerne mal woanders hingehen. Vor 11 Tagen besucht, ja, da war Gefahr. Vor 23 Tagen auch wieder Vorsicht geboten. Überall ist Gefahr hier. Bombardierte Schule, da ist keine Gefahr. Eventuell könnten wir da mit dem Sägeblatt noch ein bisschen was reißen. Ruhiges Haus vor 21 Tagen. Ja, klingt nicht schlecht. Etwas Lebensmittel klingt auch nicht gut. Menge Medikamente, okay. Da ist leider Gefahr im Verzug. Menge Teile, na, nee, ich muss ein bisschen auf die Prozente hier achten, wo ich da überall schon war. Ja, da war Vorsicht geboten. Ah, die Kirche, da habe ich ganz schlechte Erinnerungen dran. Aber das Reisebüro sieht echt gut aus. Ich glaube, da gehe ich hin, obwohl da auch Vorsicht geboten ist. Ich nehme mal mit das und ja, ne? Map, das wollte ich jetzt nicht. Die wollte ich da. Also die zwei Sachen nehme ich jetzt mal mit. Also oberste Priorität ist jetzt bei mir gerade Bestandteile. Ich brauche dringend Bestandteile. Das ist die oberste Priorität momentan bei mir. Ach Gott, da war ich ja schon ewig nicht mehr. Mal Tür auf. Hier gucken. Sieht auch aus, als wäre da die Luft reine, aber da oben, da geht es schon wieder los. Oh, da ist jemand, oder? Ja, oh Gott, komm, 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 komm.
Ist das nicht ein Versteck? Oh oh, er hat mich gesehen. Ist der böse mit mir? Ah, Tauschhändler im ersten Stock. Okay, das mache ich doch. Vielen Dank. Danke. Die sind ja doch nicht so böse. Puh, hatte ich Glück. Ja, dann gehen wir dahin. So, Tauschhändler. Was hast du denn, was mir gefallen wird? Wow, du hast eine Menge Sachen. Gemüse wäre nicht schlecht. Ne, Zigaretten haben wir ja jetzt, aber wow. Ich habe nur leider nichts dabei. Also mein Brecheisen. Scheiße. Weißt du was? Ich werde erstmal ein bisschen weiter gucken. Da hoch. Da hoch gehen, ne? Guten Abend. So schöne Sachen, aber das können wir jetzt nicht ausblenden. Das geht einfach nicht. Es ist taktisch ein bisschen dumm, wenn die hier überall rumstehen. Ah, das sieht auch aus, als wäre da nichts. Aber hier könnten wir vielleicht. Guck mal hier. Ich werde etwas Luft schnappen, tu das. Meine Beine sind taub. Hallo? Ich weiß nicht, wie man an diesen Ort kommen wird. Du bist mir so einer. Da, Brechstange, das ist geil. Aber da oben steht jemand, der hört das. Mit Sicherheit hört er das. Der zerdappt auch irgendwas. Oh, und hier, Sägeblatt. Könntest du mal weggehen, bitte? Hi. Oh Gott, ja, ich geh mal schon. Boah, hier gibt's eine Menge Kram. Aber der steht ja schon mit der Knarre rum, das ist... Er geht jetzt runter, ja, bin ich froh, dass ich da nicht drauf geklickt habe gerade. Jo, das sieht so aus, als könnte ich eigentlich nur mit der... Obwohl, der geht jetzt, oder? Soll ich's wagen? Nein, das wage ich mir nicht, ehrlich gesagt, Leute. Obwohl, der ist ja... Der ist jetzt da unten. Kann ich ja doch hier hochgehen und mal mich umschauen. Ich hab noch gar nichts, fällt mir auf. Das ist ein bisschen doof. Komm mal schnell hier rüber. Ich denke, die würde ich sehen, wenn die da hochkommen. Dass wir wenigstens ein bisschen was hier mitnehmen. Yay. Na gut. So toll ist das nicht. Und jetzt gucken wir mal, was das... Ja, du hast ein Sägeblatt dabei und da kommt jemand. Oh, scheiße. Ey, kannst du aufhören? Ich mach nichts. Ich mach nichts. Ich schwör's dir. Hä, warum hängt das jetzt? Ich mach nichts. Ja, ich geh ja. Ich geh ja. Ich geh ja. Er muss nicht auf mich schießen. Ich geh ja. Ich bin schon unterwegs. Guck, ich geh. Ich geh ja. Geh nicht mit dem handeln? Habe ich es mir schon verscherzt jetzt? Schießt er jetzt? Nein. Ich gehe ja, ich gehe ja, ich gehe ja schon. Ich gehe. Keine Sorge, ich mache ja gar nichts. Oh Gott, der rennt mir hinterher. Das war Fail, Leute. Das war nicht so klug. Okay, ich gehe ja, ich gehe ja. Jetzt müsst ihr mir nicht in den Kopf schießen, okay? Ich lauf ja schon! Ja, hier, komm. Scheiße, das war, ich habe echt nicht gedacht, dass die mich so weit hören, ehrlich gesagt. Damit hätte ich nicht gerechnet jetzt, ehrlich. Shit. Schade, jetzt haben wir wirklich wenig mitgenommen. Hätte ich doch lieber Tauschhandel betrieben. Ja, und sogar unverletzt bin ich zurück. Da bin ich ja wirklich stolz drauf. Und jetzt wurden wir auch noch ausgeplündert. Na, sag bloß. Und Bruno wurde vielleicht verletzt. Na, das sind ja mal Neuigkeiten. Ich bin ja sehr glücklich. Nicht. Und Bruno? Ja gut, leicht verletzt. Das kriegt er weg mit
Mit Schlafen kriegt er das weg. So, er hat gegessen. Das heißt, komm, jetzt ein bisschen Mucke machen. Sie ist hungrig und traurig und Bruno, na Bruno, mach mal essen. So, und unsere Falle unten auch ein bisschen im Auge behalten. Oh, schade, nur eins herzustellen. Schade, schade, schade. Aber neues Wasser könnten wir machen, das machen wir auch noch schnell. Sie ist müde. Die legen wir hoch. Ja, genau, macht Wasser. Sie ist müde. Das heißt, die legen wir schlafen. Die kann echt gut spielen. Das gefällt mir. So, gut. Dann schaue ich hier mal noch, ob wir Schnaps können wir auch machen. Das ist schön. Das machen wir auch. Haben noch mehr Alkohol. Ein guter zum Tauschen ist das echt nicht schlecht, wenn wir das haben. So. Ja, es nützt uns wenig, das Radio. Wobei ich doch gern kurz mal reinhören würde, wenigstens. Nachrichten. Temperaturen werden halt wärmer, aber sonst kommt da, glaube ich, nichts, ne? Eine Meldung. Ja, nee, da kommt sonst nichts. Da kommt sonst nichts, okay. Es war vorhin echt gerade ein super Fail irgendwie, ne? Ein Riesen-Fail. So, und hier sind wir mit Holz mal gut eingedeckt. Jetzt fehlen uns diese Gegenstände. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ein Bett könnten wir machen. Quatsch, ein Sessel meine ich. Auch eine Möglichkeit, aber das lasse ich mal. Ne? Er ist leicht verletzt, aber er ist... Na gut, komm. Erfrieren tun sie mir jetzt ja eigentlich nicht mehr, schätze ich, wenn wir nicht noch mal einen Winterimbruch haben. Stell dich mal zu ihm hin. Hm, Svetka ist sehr hungrig. Bruno, kannst du noch irgendwas kochen vielleicht? Geht das vielleicht? Dass du mal irgendwas kochst? Nein. Warum geht's nicht? Wasser fehlt und Essen fehlt. Schade. Also müssen wir wieder nach Essen gucken. Sie muss sich dringend mal eine Konservendose wenigstens essen lassen, weil sie sehr hungrig ist und ich möchte nicht, dass sie in eine Depression fällt. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. So, das kann sie auch wieder hinlegen. Komm. Bruno? Er ist müde, das heißt, den schicke ich jetzt auch mal schlafen, noch ein paar Stunden. So. Und Bruno darf einen Schnaps holen. So. Und dann... Na, Wasser brauche ich schon wieder einen Filter. Immer Filter machen. Immer schön Filter machen. Was natürlich wieder unsere Gegenstände, unsere Werk, ja, Bestandteile dezimiert. Ja, Leute, übertreibt's mal nicht. So viel haben wir gar nicht. So viel haben wir gar nicht gestohlen hier. Also echt. Ihr übertreibt's ein bisschen. Also ich finde jetzt nicht, dass wir so viel gestohlen haben. Ein bisschen was, wir können es nicht mal verwenden. So, sie hat genug gepennt. Das heißt, ich werde wohl Bruno schlafen. Nee, Bruno will nicht. Sie. Ich hätte auch noch Bandagen eigentlich für Bruno. Ja, komm. Nimm. Hungrig und traurig ist sie. Ja, zupf halt mal was. Mal gucken, wie du spielst. Er ist müde. Ja gut, dann muss jetzt echt erstmal schlafen. Ist auch echt schön gemacht, dass da jeder was anderes spielt.
Das finde ich gut und auch teilweise mit Absicht schlecht spielt. Das gefällt mir sehr gut. Also wenn man das jetzt mit Roman vergleicht, das ist so ziemlich mein Niveau, Gitarre spielen nach 6 Jahren Gitarrenunterricht. Das kriege ich so hin, ne? Ohne Witz. Ach, Roman, ich wollte dich, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht wecken. Sorry. Ich wollte sie nehmen. Wieder ein bisschen. Ja, ein bisschen Musik einstellen, ja. Genau. Es ist sowieso gleich wieder Zeit. Er geht einen dampfen. Das ist gut. Er ist auch bandagiert. So. Es ist traurig, sie sollte im Bett schlafen. Mein Roman muss plündern, er muss sowieso schlafen und sie muss Wache stehen. Und wir brauchen Lebensmittel, das ist ziemlich wichtig. Gehen wir hin. Im Supermarkt gibt es Medikamente und Waffen und Teile, aber keine Lebensmittel. Sehr logisch. Hier gehen wir hin. Das ruhige Haus, das klingt doch super geil. Da gehen wir hin. Und nehmen mal das Sägeblatt mit, weil ich glaube, das hatten wir damals noch nicht, wo wir dort unterwegs waren zum Plündern. Es ist ruhig, gehe ich mal davon aus, dass dann hier auch keine Leute unterwegs sind. Ach, das war doch das Haus von diesem... Oh, geht da hoch, komm, ich sehe da einen Kühlschrank. Von diesem alten Ehepaar, nicht wahr? Leben die eigentlich noch? Jetzt plündern wir schon wieder Leute aus, werden noch trauriger. Ja, Zucker ist jetzt auch nicht so der Burner, ehrlich gesagt. Da ist nichts. Und das glaube ich eh auch nichts. Haben wir schon gut ausgeplündert, ehrlich gesagt. Da ist kaum noch was. Scheiße. Das ist schon mein zweiter Fail heute. Ja, da ist nichts mehr. Das Ehepaar hat es wohl nicht über den Winter geschafft. Durch den Winter geschafft. Den Winter überstanden. Oh, da haben wir noch was. So, Mama, Roman. Ja, einen Moment. Also mir wären gerade so Bestandteile, wären mir ehrlich gesagt lieber. Wesentlich lieber. Zu so Werkzeugteile. Bücher. Ist da jetzt jemand? Ich glaube nicht. Die haben es nicht geschafft. Die haben den Winter nicht überlebt. Da, tot. Da ist ein Brief von Opa Bernhard an Ellen wahrscheinlich. Es freut uns zu hören, dass du anfängst, dein Leben mit deiner Tante zu genießen. Der Krieg ist nicht so schlimm. Er ist nur nichts für Kinder. Genau genommen sagen sie, dass er bald vorbei sein wird. Mach dir wegen uns also keine Sorgen. Oma geht es schon besser. Sie wollte nicht, dass ich es dir sage, aber sie bewahrt etwas Mehl auf, um dir Kekse zu backen, die du so sehr magst. Und was mich angeht, nun, ich verspreche dir, dass ich die Schaukel reparieren werde, wenn du zurück bist. Jo, hat sich wohl erledigt, da blickt der alte Mann. Traurig. Sehr, sehr traurig. Aber er braucht die Sachen nicht mehr, von daher ist das, denke ich, in Ordnung, wenn wir plündern. Ja. Zucker haben wir jetzt echt brutal viel. Jetzt hier noch Kaffee. Das wäre ganz gut für unsere Kaffeetrinkerin eigentlich. Und Kräutermedizin. Ja, das brauchen wir jetzt nicht so dringend, aber der Kaffee wäre schon cool. Und die Bücher können wir verheizen, aber brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Nimm mal lieber den Kaffee mit. Dass ich mal Bücher liegen lasse, das hätte ich auch nicht gedacht. Jo. Dann sind wir soweit fertig. Der Opa hat es nicht geschafft. Dann müssen wir hier runter.
Da waren wir noch nicht. Und da ist auch nichts. Ich glaube, das haben wir jetzt fertig. Das haben wir soweit fertig, ne? Ja, dann gehen wir zurück. Wir haben ja einiges an Beute jetzt noch ergattern können. Hoffentlich wurden wir nicht wieder ausgeplündert. Tag 36. Ausbruch von Kriminalität. Ach du Scheiße, ey. So, jetzt ist gerade ein bisschen besser gewesen. Jetzt geht's wieder los. Ja, ich wünschte auch, du würdest immer so viel mitbringen. Jo, Roman war relativ erfolgreich. Wir können einiges an Schnaps herstellen. Und in diesem Sinne entlasse ich euch sozusagen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich, bei This War of Mine. Ciao.